Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Natürlich noch mit Tierversorgung beschäftigt hier. Müssen noch ein bisschen sauber machen. Einmal bei den Hühnern müssen wir wieder die obligatorischen 2x16 Liter wegräumen. Und dann natürlich müssen wir bei den Kühen sauber machen. Dann brauchen die Hühner noch was zu fressen. Beziehungsweise bevor wir meinen Kühen sauber machen, wir fahren hier eine Ehrenrunde um den Hühnerstall. Irgendwann sind unsere Eierpaletten hier voll. Da müssen wir dann auch noch mal sicherlich was umdisponieren. Hier werden wir schon noch mal Wasser beladen. Denn es gibt ja hier bei für einen IT-Runner, den wir ja besitzen, also einen Absetzer, ist ja eine Plattform, wo dann praktisch die Paletten drauf spawnen, ne? So, hier Wasser tanken. Dann werden wir sauber machen, hier drüben. Ja, 8.31 Uhr ingame. Oben sehen wir immer noch das Wassersymbol, also unsere Ernte ist immer noch zu nass, oder das, was auf den Feldern steht. Wir können höchstens noch mal gucken, das haben wir ja bloß in der ersten Folge heute früh nach der Nacht geguckt. Es war ja nur unser Feld oben, Feld 16 erntereif. Obwohl wir das eigentlich, glaube ich, später angesehen haben, oder? Nee, hat man das zuerst angesehen von den Feldern noch? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, ist voll, ne? So, hier ist auch voll. Dann schütten wir die Schaufel voll in die BGA. Wir haben zwar eine Wahnsinns-BGA-Einnahme erhalten, aber... Und er belädt noch Wasser. Dann werden wir uns den hier schnappen. Werden schnell mal hier ein bisschen Futter bei den Hühner bringen. Eigentlich könnten wir auch den Hänger hier, den Linerin, den wir jetzt hier anhängen, rüberstellen an Kuhstellen, dort den, das Schweinefutter einladen, oder? Nehmen wir mit, was weiß ich, 3000, 2008 reicht genauso. Denn mehr werden wir nicht brauchen. .600 haben wir gebraucht, ne? Nicht mal so grob über den Daumen sozusagen. Den lassen wir dann mal hier draußen stehen. Ja.
So, er kann hier ausladen. Da ist unser Wasser-LKW, der ist jetzt voll. So, 7600 sind noch drin. Jetzt geht wieder die Rechnerei los, ne? Da werden wir bis 15.000 werden wir Stroh reinmachen. So, dann brauchen wir natürlich Heu. Da werden wir so bis 55% erfüllen, oder? Das sollte meines Erachtens reichen. Also 56%. Ich denke mal, das eine Prozentpunkt, das macht es nicht. Den Rest muss die Lage rein. Wir werden auch gleich mal hier noch die Förderbänder vorräumen. Ein Stück. Jedenfalls. So, 261.000 Liter Silage sind noch drin. Ist natürlich fürs Mischfutter, ja, reichen wir da schon noch eine ganze Weile. Beziehungsweise haben wir ja auch noch eingelagert. Haben wir auch noch Silage. Da ist glaube ich voll, 84.000. Ne? So, die 22.000 Liter Wasser hoffe ich mal, dass die reichen. Also Schafe können wir definitiv davon füttern oder versorgen. Ja, und ich habe es noch nicht mitgekriegt, oder? Ne, es hat sich ja noch nichts geändert. Ich hatte schon die Hoffnung, dass oben das Wassersymbol weg ist, aber das sah jetzt wahrscheinlich nur so komisch aus. Wir werden noch gleich nochmal hinspringen in den Drescher, mal sehen, ob sich was getan hat von Prozenten her, mal abschätzen können, ob es rückwärts geht. Oder ob es immer noch 22% sind. So, Schafe fertig. So, erstmal gucken wir hier. Und hier hat sich zum Glück was getan. Also die Felder sind erntereif. Die Rüben, die lassen wir aber. Eine, die 8 gehört uns noch nicht. Aber die kaufen wir uns noch dazu dann. Die werden wir uns noch dazu kaufen mit. So, und Feld 15 und Feld 5 sind erntereif. Also unsere Sojabohnen noch nicht.
Der Helfer ist fertig. Ich wollte hier noch was gucken und zwar. Ja, beim Kühlen könnte man bei Gelegenheit Gras mit rein, aber das ist wirklich bei Gelegenheit. Ansonsten ist alles im grünen Bereich. Ja, aber leider können wir noch nicht loslegen mit Dreschen. Ich meine, wir könnten jetzt anfangen mit Rüben ernten, aber das will ich mir wirklich vorbehalten, wenn es wirklich gar nicht geht mit Dreschen. Und wir fahren erst mehr zurück und dann werden wir nochmal oben am Drescher gucken, inwiefern sich die Prozentzahl geändert hat. Ansonsten können wir weiter kuppern, ne? Achso, den müssen wir natürlich auch noch voll machen mit Wasser hier wieder. Bevor wir den abstellen. So, denn mittlerweile haben wir es schon 9.24 Uhr im Game. Hier können wir spritzen, ne? Absägen wollen wir es nicht. 21%. Müssen wir aufpassen, dürfen wir nicht verpassen. Da müssen wir wirklich Acht geben. So, fahren wir mit denen mal hinter an das Feld 2. Der ist noch gar nicht fertig mit beladen. Ich dachte, er war mal durch hier. Ja, das geht noch nicht. Dann können wir hier noch ein Stück weiter kruppern. So, wohin ist natürlich jetzt der Milchpreis abgesackt? 1243, also 1143, nicht 200. Auch nicht 1000, sondern 2143. Also die Ladung, die wir aufgeladen haben, damit, die werden wir auf alle Fälle noch verkaufen. Meine Rüben könnten wir jetzt schon ernten, das ist natürlich richtig, ne? Aber wie gesagt, das ist dann beim Rüben habe ich absolut nicht so die Zeit im Nacken sitzen, wo es nicht zu ernten geht, weil das werden wir einfach ernten können, dann. Auch wenn es regnet. Und hier werden natürlich wieder drei Vorgewände reichen auf der Seite. Was das Stück gerade ist, hier oben mit der Schräge, müssen wir mal sehen, wie wir das wieder hinkriegen. Die ist ja deutlich mehr. Ist die mehr wie bei einem anderen Feld? Ja, ja, doch, die ist mehr.
Ja, entweder das schickt man einfach hier auf lange Bahn und arbeiten dann hier entsprechend nach. Oder wir müssten hier noch mehr Vorgewände machen. Denn das wird er hier nicht hinkriegen, dann den Umbruch, wenn das so entsprechend spitzer Winkel ist. Aber wir machen eins, wir kruppern hier plus nochmal runter, wir fräsen das Feld um, ne? Fräsen werden wir zwar heute auch noch, aber wahrscheinlich dann nur auf der Matchmap, ne? Und da brauchen wir zwingend Hackschnitzel. Denn wenn ich mich nicht alles täuscht, ist ja heute Abend Matchmap. Müssen wir noch eine neue Produktion kaufen, wenn ich so das recht in Erinnerung habe. So, ihn können wir hier losschicken. Dann können wir nämlich nochmal nach unserem LKW gucken. Wo ist er? Abhanden gekommen. Da ist er. Fahren wir noch eine Runde Milch verkaufen. Aber sicherlich erst morgen in der ersten Folge. Denn heute werden wir bloß noch den LKW hier im Wassertank wegstellen. Und dann fahren wir noch die Einladung morgen Milch verkaufen, der ersten Folge. Und wir fahren, also mehr Milch werden wir dann fast nicht verkaufen, weil dann könnte es eventuell sein, dass wir dann Richtung 12 Uhr ingehen können. Vielleicht haben wir eine Chance, dass es trocken wird. So, da sage ich mal vielen Dank fürs Einschalten für heute. Morgen 10 Uhr geht es ja weiter. Bis dahin und tschüss.